Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Cary Grant. Sie hätten für drei liebe Kinderchen zu sorgen. Sie suchen verzweifelt ein Hausmädchen und plötzlich klingelt es. Signor Winters. Ja, ich bin... Guten Tag. Wie bitte? Oh, guten Tag. Ganz recht, es ist die kurvenreiche Sophia Loren und sie bewirbt sich um die Stellung. Sie kann nicht bei uns bleiben. Du weißt doch, dass das Gästehaus viel zu klein ist. Wir würden uns gegenseitig auf die Hühneraugen treten. Danke. Versuch das doch mal mit meinen Augen zu sehen. Nein, nein, tu das lieber nicht. Also wurde sie engagiert. Also, Ellen, ich will dir mal was sagen. Das Mädchen ist nur für meine Kinder da. Adoptier mich. Schön, das Hausmädchen hatte er. Jetzt fehlte nur noch das Haus. Presto, presto, do your very best, don't hang back like a shy little kid. Und presto, da ist schon das schäbigste Hausboot, das je diesen Strom verunziert hat. Gehen wir doch lieber, ehe der Kahn abschäumt. Nicht doch, es ist ja halb so schlimm. Glaubt mir, wenn Cinzia hier und da ein bisschen Staub wischt und putzt und rumpoliert und all sowas, dann kann es noch ganz gemütlich werden. Wer, ich? Aber was wollen Sie mit so einem Mädchen wie Sophia anfangen? Morgens ist sie nicht wach zu kriegen? Rüttel du sie. Was ist denn mit dir? Hast du Angst? Ja, ich habe Angst. Mach schon. Sie kann keinen Kaffee kochen. Sie kann keine Wäsche waschen. Alles macht sie verkehrt. Ups. Und durch das Einzige, was sie kann, geht das Durcheinander erst richtig los. One step, two step, step into a new step. Live your life with a zip and a zing. You